Hallo liebe Zuschauer, ich bin's euer Frederik 1995. Heute ist mal ein anderes Video statt Spiele, Spaß und Action. Kommt jetzt wirklich was, was ich die Tage mitbekommen habe. Nicht alles, aber einige Sachen, wo ich sage, ho, sind schon etwas, muss man schon beachten. Wir fangen damit jetzt mal an. Nun, vorgestern, den 19.09.2016, ja, 15 haben wir ja noch, begann das Oktoberfest ganz traditionell um 12 Uhr. Nach 80 Minuten gab es schon die erste Bierleiche. Ein 50-jähriger Mann, der ist da vor einer, ja, Sanitätspatrouille zusammengeklappt und wurde dann auch direkt ins Sanitätszentrum reingebracht. Den geht's jedenfalls mittlerweile gut. Aber das ist nicht genau das Schlimmste. Das Schlimmste ist eher mehr, was gestern passiert ist. Und zwar ist da ein 30-jähriger Mann bei einer Messerstecherei tödlich verletzt worden. Was sagt ihr dazu? Ist das, also das ist schon längst nicht mehr feiern, das ist dumm. Also um genau zu sagen, was genau der Oktoberfest genau feiert, um es euch besser mal zu sagen, sage ich es euch jetzt mal auf. Nun, das Oktoberfest findet seit 1810 statt, und zwar aus dem Anlass der Hochzeit zwischen Prinz Ludwig oder Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese statt. Heutzutage ist es das größte Volksfest der Welt. Nun, deswegen feiert man das Oktoberfest und eine Messerstecherei hat damit schon längst nichts mehr zu tun. Jedenfalls, dem Mann, dem geht es mittlerweile gut, der war wirklich tödlich verletzt und wurde auch ins Krankenhaus eingebracht. Was sagt ihr dazu? Ich sage, Messer und Waffen, die sollten da wirklich abgegeben werden. Die Menschen sollten auch wirklich am Eingang kontrolliert werden, um eben keine Messer da mitzuführen, weil das hat doch nichts mehr mit Feiern zu tun, wenn da wirklich eine Messerstecherei stattfindet. Auch wenn die da voll betrunken waren, also der Mann, der den soll es glaub eigentlich nicht treffen. Und zwar ist der Mann seinem Freund bei einer Streiterei zur Seite gegangen oder hat ihm geholfen, besser gesagt. Und ja. Dieser Freund und sein Gegner, sage ich jetzt mal, also mit dem der Freund sich gestritten hat, die beiden führten ein Messer und der 33-Jährige ist dann leider zwischen beiden Fronten geraten. Ob der auch von seinem eigenen Freund getroffen wurde, ist jetzt nicht bekannt. Ja, also, das hat schon längst nichts mehr mit Feiern zu tun oder mit einem Andenken an einer ja, königliche Hochzeit. Das ist wirklich schon, wo ich sage, ha, Messer, Waffen sollten am besten schon zu Hause gelassen werden und wenn doch dabei, dann sollten die wirklich an den Eingängen abgegeben werden, damit da wirklich nichts passiert. Und man sollte sich auch wirklich nicht streiten, auch wenn man betrunken ist. Ich hab mich nie gestritten, selbst als ich betrunken war. Ich war schon ein paar Mal betrunken. Jedenfalls, das ist wirklich scheiße. Was sagt ihr dazu? Ist das gut? Also, ich glaube nicht, dass ihr das gut findet, aber schreibt mir es bitte in den Kommentaren, wie ihr das findet, was mit dem oder was man für Maßnahmen dagegen machen sollte, weil es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Nein, das ist davor, ein paar Jahre da, oder ja, ein paar Jahre zuvor ist etwas Schlimmeres passiert. Nämlich vorher ist, wie gesagt, was Schlimmeres passiert, und zwar am 26. September 1980. Das ist ein schwarzer Tag für das Oktoberfest eingetragen worden, und zwar ist es auch in die Geschichte eingegangen als das Oktoberfest-Attentat. Damals wurden 13 Menschen getötet und 211 Menschen verletzt, davon 68 schwer. Ja, dieser Anschlag gilt sogar als schwerster Terrorakt der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nun, ja, was sagt ihr dazu?
Das sollte eigentlich gar nicht, was für Maßnahmen sollten dagegen gemacht werden, damit eine Messerstecherei oder auch so ein Attentat sich nicht wiederholt. Also seit dem Attentat ist eigentlich nichts mehr so was Schlimmes passiert. Die Messerstecherei ist, glaube ich, jetzt das Einzige. Ich habe es jetzt nur die Tage verfolgt, was die ganzen Jahre dazwischen passiert ist, habe ich jetzt nicht verfolgt. Jedenfalls, was sagt ihr dazu? Was sollte wirklich dagegen gemacht werden? Schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Und wir gehen dann mal zum nächsten Thema. Nun, gestern Abend, oder heute besser gesagt, heute Morgen, hat sich ein Pferdebesitzer oder Pferdehofbesitzer gewundert und auch die Polizei direkt benachrichtigt, nämlich den Pferden wurde am Abend zuvor die Mähnen und der Schweif abgeschnitten. Das ist eine. Ja, das gilt schon als Tierquälerei und nach den Männern, Frauen oder nach den Tätern wird verhandelt und die wollen wir bis jetzt also noch nicht gefunden. Ja, was sollte man dagegen auch tun? Also, wie gesagt, das ist eigentlich schon Psycho, ein Tier zu quälen. Ja, besonders Tiere, die eigentlich niemanden was tun. Das ist wirklich, also Motive. Der Täter sind nicht so bekannt, also habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich habe es nur heute Morgen in Nachrichten im Radio gehört. Jedenfalls, das ist in München passiert. Und ja, was sollte man dagegen machen? Was sollte man mit den Tätern machen? Wenn die gefasst werden, sollten die eine Geldstrafe, also eine Bußstrafe oder eine Freiheitsstrafe oder eine fette Gefängnisstrafe bekommen? Also ich finde, die sollten da wirklich ins Gefängnis gesteckt werden und auch von den ja, Mithäftlingen und ja, was eins auf die Fresse bekommen, um es jetzt nochmal harmlos zuzusagen. Ja, nee, harmlos nicht. Die sollten da wirklich schon in die Mangel genommen werden, weil Tiere zu quälen ist, finde ich, also ich bin selber Tierliebhaber, ich habe selber schon einige Haustiere. Ich hatte eine Bartagame, eine Katze und habe jetzt noch einen Hund. Und ja, jedenfalls, was sagt ihr, was sollte man dagegen machen, damit das nicht passiert? Und was sollte man mit den Tätern machen? Bitte schreibt mir das auch in den Kommentaren, ja? Nun, das war's dann auch von heute. Ich werde mich nach weiteren Themen umgucken oder ihr schreibt mir in den Kommentaren so als Vorschlag, was für ein Thema ich auch machen könnte. Ich werde mich dann darüber informieren und wer weiß, vielleicht wird dann auch dieses Thema dann dementsprechend dann auch in den Videos kommen. Vielleicht auch nicht. Muss ich mal gucken. Jedenfalls bedanke ich mich auch fürs Zuschauen und dann bitte vergesst auch nicht Daumen hoch zu machen und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.